Jetzt nehmen wir das weg. Jetzt. Ich hab keine Thank you.
Schon die letzte Gruppe unseres Umzugs. Für uns heißt es jetzt, Danke zu sagen. Danke an die Blaulichtorganisationen. Danke der Feuerwehr, Polizei. Und dem Roten Kreuz natürlich für ihre Unterstützung. Die Bauhofmitarbeiter waren vorher, während und sind auch nach der Veranstaltung wieder so fleißig. Dankeschön. Norbert, der 10. Weißkirchner Faschingsumzug, was sagst du dazu? Also, wenn man so Revue passieren lässt, was ich selber so mitgekriegt habe, wieder ein voller Erfolg. 16 Gruppen waren mit dabei, haben eigentlich sehr viel abgebildet. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf unsere Weißkirchnerinnen und Weißkirchner, auf die Vereine, die da mitgemacht haben. Norbert, Besucher waren, glaube ich, heuer die meisten da. Ja, ich war doch die letzten Jahrzehnte einige Male dabei und ich muss sagen, heute wieder getoppt. Und da sieht man eigentlich, dass die Besucher aus den umliegenden Gemeinden wissen, was sie in Weißkirchen geboten kriegen. Darum auch heute wieder, glaube ich, um die 1500 Zuseher. Und die Organisation, wer hat das gemacht? Organisiert wurde das Ganze vom Kulturausschuss, muss ich sagen, bestens organisiert. Hat wieder alles funktioniert, kann man nur gratulieren und Danke sagen.